Van de Verschede schaft wirklich ganz viele neue Möglichkeiten. Das ist für uns Kommunikationsinfrastruktur von der Zukunft. Es gibt immens viele Apparaten, die in Zukunft werden connectiert sein. Die Auto werden connectiert sein. An den Häusern werden viele Apparate angeschlossen und das Internet. Und dafür brauchen wir mehr starke Reso, die noch dafür extra ausgerichtet ist. Und das Ding ist, dass es effektiv viel mehr schnell geht, dass ich kann auch Sachen wie Virtual Reality darüber überdrehen. Danach, dass das viel mehr Apparate können gleichzeitig angeschlossen gehen. Etwas anderes, dass es viel mehr zuverlässig ist. Das heißt, es kann ihn auch Sachen machen, wo nicht einfach vorkommen, dass der Reso nicht mehr geht. Zum Beispiel an der Chirurgie, da sollte dann in Zukunft möglich sein, dass ein Doktor kann, den an einer anderen Stadt ist, ein Chirurg kann eine Operation durchführen, indem ein Roboter steuert, auf Distanz. Dafür muss der Reso ganz zuverlässig sein und noch eine ganz kurze Latenz sein und an viele Daten überdrehen können. Und 5G ist das möglich. Das ist nicht unbedingt im Staat seine Aufgabe, für den Reso zu bauen. Das ist am Anfang die Aufgabe von den Operatoren. Sie müssen investieren, sie müssen noch decidieren, auf welchem Muster zu zusammenarbeiten. Mit der Strategie hier erkennen wir wirklich schon, dass 5G die Kommunikationsinfrastruktur für die Zukunft ist.